Hallo zusammen. Der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit, Ephraim Gothe, informiert. In jedem der 10 Stadtteile des Bezirks bietet Herr Gothe seit dem Jahr 2018 Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam den Stadtteil zu erkunden. Organisation und Führung übernehmen die Stadtteilkoordination des Bezirks, die von März bis September 2021 in jedem Stadtteil mindestens einen interessanten Rundgang vorbereiten. Jeder ist herzlich eingeladen, auf der 2-stündigen Tour mit ihrem Stadtrat ins Gespräch zu kommen. Ins Gespräch kommen, das wollten viele interessierte Bürger und Bürgerinnen in der Bezirksregion Osloer Straße. Das vielfältige Programm der Führung mit ihren 3 Stationen startete unter dem Motto Neue und alte soziale Einrichtungen im Kiez. Los ging es in der Drontheimer Straße 34, dem ehemaligen denkmalgeschützten ALG-Fabrikgebäude, dann über eine nicht barrierefreie Brücke über die Panke, dann durch die Höfe der Fabrik Osloer Straße und zu guter Letzt ein Bauprojekt im Soldener Kiez in der Prinzenstraße. Aber jetzt erstmal wieder zurück zur Drontheimer Straße. Drängendes Thema hier war an dieser Station die infolge von Verkauf deutlich steigenden Mieten für die Mieter und Mieterinnen der Drontheimer Straße. Stadtrat Ephraim Gothe informierte und stand für die zahlreichen Fragen zur Verfügung. Herr Gothe, erzählen Sie mir über diesen wunderbaren Kiez-Spaziergang. Seit wann findet der statt? Der Kiez-Spaziergang ist, glaube ich, seit 3 Jahren quasi im Sommer, also im Winter verzichten wir drauf, weil da oft schlechtes Wetter ist, aber im Sommer immer so 10 solche Kiez-Spaziergänge im Jahr. Und das wird immer organisiert durch die Stadtteilkoordinationen, die wir haben. Und das ist jedes Mal ein tolles, spannendes Programm dabei, wo man echt immer wieder neue Dinge kennenlernt. Für wen ist denn dieser Kiez-Spaziergang? Es ist offen, da kann im Prinzip jeder mitlaufen. Aber es ist natürlich vor allem für die Leute gedacht, die auch in diesem Kiez wohnen oder arbeiten, so wie wir das hier erlebt haben. Und es gibt dann eben auch die Möglichkeit, mich direkt anzusprechen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Anreiz dabei. Ne? Welches Anliegen haben denn so die Bürger und Bürgerinnen? Na, also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Manchmal geht es um einen Spielplatz, manchmal geht es um eine Ampelschaltung, wo die Kreuzung eben zu wenig Grün für die Fußgänger gibt. Hier ist es nun heute das Thema Entwicklung der Gewerbemieten. Ich habe gerade gehört, hier haben sich innerhalb kurzer Zeit die Mieten, die hier verlangt werden, verdoppelt. Und das stellt dann natürlich existenzielle Fragen für die Leute, die hier ihrer Berufstätigkeit nachgehen. Naja, und so hat man immer was, eine Denksportaufgabe nach der anderen, an der man dann arbeiten kann. Meine letzte Frage. Sie sehen ja, ich sehe ja anhand der Resonanz, wie gut das ankommt. Ja, finde ich auch. Es ist ganz toll. Es hat sich etabliert. Es ist immer gut vorbereitet durch die Stadtteilkoordination. Deshalb wird es nie langweilig und das hat sich offensichtlich rumgesprochen. Wie Ephraim Gothe bereits angesprochen, hier in dem ehemaligen denkmalgeschützten Fabrikgebäude hat neben dem Bildungsträger Puck Almalter auch Stadtlab e.V. seinen Sitz. Jetzt spreche ich hier mit einem der Mieter hier. Erzählen Sie mir über Stadtlab. Stadtlab ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir verdienen alle überhaupt kein Geld, kriegen auch kein Geld. Also wir haben keine Stellen, ist nichts bezahlt. Unser Ziel ist, Künstler mit den Leuten aus dem Viertel zusammenzubringen. Also hier für den Kiez Aktionen zu machen. Workshops, wo man mitmachen kann, Ausstellungen, wo man was Cooles sieht. Selber mal die Finger in die Farbe tauchen und aber halt auch mal Sachen sehen, Partys, Events, Ausstellungen, Zeichen, Aktzeichenkurse, sowas. Ist natürlich jetzt durch die Pandemie alles sehr eingeschränkt gewesen. Wir sind, denke ich mal, sehr angewiesen hier auf die Räume im Viertel, weil natürlich wir hier vernetzt sind im Viertel und wir brauchen natürlich Platz. Wir haben ein riesen Fotolabor, wir haben Fotostudios, wir haben eine Druckwerkstatt, Buchbinden, Arbeitsplätze. Das braucht alles Platz. Und wir sind schon mal davongejagt worden. Wir waren damals im Stadtbad Wedding, in dem alten Schwimmbad, was jetzt ein Apartmentblock ist. Also wir würden gerne hier bleiben. Wie wichtig finden Sie denn so eine Kiez-Begegnung? Total gut. Also es ist sehr schön, dass der Stadtrat Gothe sich die Zeit genommen hat, uns heute hier zu besuchen. Ich denke, wir konnten ihm zeigen, halt, was uns wichtig ist und warum das wichtig ist, dass solche Räume hier bleiben, wie Puka Malta oder Stadtlab. Musik
jetzt führt uns der Kiez-Spaziergang durch die idyllischen Prinzengärten, was eine kleine Urban-Gardening-Fläche ist. Dann gelangen wir in eine nicht barrierefreie Brücke, die über die Panke geht. Hier stellt sich die Frage an den Bezirksrat, ob hier nicht vielleicht eine barrierefreie Überwegung möglich wäre. Sind wir hier an der Brücke? Sie sitzen im Rollstuhl. Sie haben das auch angesprochen oder sind Sie froh, dass das angesprochen wurde? Also ich bin sehr froh, dass es angesprochen wurde, weil wir ja auch gesehen haben, dass sehr viel ältere Leute da sind und es wird halt immer mehr zum Thema, die Barrierefreiheit. Und wir müssen jetzt einen großen Umweg machen und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass die Brücke halt nicht barrierefrei ist und wie schwierig das ist, so eine Brücke barrierefrei zu gestalten. Jetzt machen wir ja hier diesen Kiez-Spaziergang. Wie wichtig finden Sie so eine Aktion? Sehr wichtig. Also das ist für alle Leute, die hier wohnen, ist das natürlich wichtig, dass die Politik auch merkt, was im Kiez los ist, ne? Und ja, gerade für Leute wie mich und ältere Leute ist es besonders wichtig. Von der Prinzenallee geht es nun durch die drei Höfe der Fabrik Osloer Straße, was ein Zentrum für soziale und kulturelle Arbeit, die ihre einzelnen Projekte vorstellen. Zum Beispiel Durchbruch e.V., Wohnwerkstatt e.V. und Kindermuseum Labyrinth. Unsere nächste Besichtigung ist ein Grundstück im Soldener Kiez in der Prinzenstraße. Das Bauprojekt, was Ende 2023 fertiggestellt sein soll, wird uns von der DGWO und dem Kiezquartier vorgestellt. Ja, das ist ein besonderes Projekt für DGWO, weil hier nicht nur Wohnraum entsteht, sondern hier entstehen rein Flächen für soziale Träger. Für uns auch etwas ganz Neues und ich glaube, wir haben zusammen mit dem Kiezquartier und den 7 Trägern, die da dranhängen, ein wirklich wunderbares Quartier entwickelt und wir freuen uns schon auf den Spatenstich und die Fertigstellung Ende 2023. Was genau für Mieter werden Sie haben? Und es gibt auch eine Kindertagesstätte. Also wir haben genau einen Mieter, das ist nämlich die Kiezquartier und die hat 7 Träger. Und da kann Herr Lutz vielleicht am besten noch was zu sagen. Und wir haben ja auch eine Kita mit 63 Kita-Plätzen, aber hier kommen Jugendliche hin, hier kommen Männer und Mütter und Väter hin. Also hier ist eine Vielzahl von Menschen, aber da sind Sie als Vermieter der bessere Ansprechpartner. Ja, sagen Sie mir, wie wichtig dieses Projekt hier ist in diesem Kiez. Er ist super wichtig. Ne? Ich als Vertreter, sage ich mal, der Träger und Geschäftsführer der Kiezquartier, wir mieten das gesamte Gebäude von der DGWO und haben das auch gebündelt entwickelt quasi dann für die Träger und sind jetzt echt ganz glücklich, dass es hier losgeht und dringende Bedarfe. Also es sind alles soziale Träger, die schon lange hier im Kiez sind und die aufgrund der Entwicklung auch hier im Soldiner Kiez ihre Räume schon verloren haben, gekündigt wurden oder wo die Räume einfach viel zu teuer geworden sind. Insofern ist es wichtig, dass solche Häuser entstehen und dass die eigentlich auch in ganz Berlin zukünftig entstehen können. Wir haben hier gezeigt, dass es in einer sehr guten Zusammenarbeit so möglich ist und sind natürlich selber gespannt, wenn es dann fertig ist und das wird bestimmt ein ganz toller Augenblick. Das alles fällt ja unter diesem Kiez-Spaziergang. Wie wichtig finden Sie das, dass sowas stattfindet für die Bürger und Bürgerinnen? Ja, total wichtig, ne? Weil ich glaube, ne, wir Sozialträger mit unseren Einrichtungen, wir sind ja in den Kiezen und sind da sehr im Austausch und so kommen immer wieder neue Ideen und Anregungen, Fragestellungen. Wir betreuen zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen. Da ist oft, dass manche Menschen eher Angst haben, was ist das? Aber da ansprechbar zu sein und dementsprechend den Austausch hinzubekommen, für sowas ist so ein Kiezspaziergang wunderbar. Ich glaube, man hat ja immer so ein bisschen Sorge. Ne? Es kommt ein Neubau, was heißt das für mich und für mich als Nachbar oder als Bewohner hier? Und damit kann man den Menschen eigentlich genau diese Sorge nehmen. Und deswegen finde ich die ganz toll, diese Spaziergänge. Das finden wir auch. Hier endet die 2-stündige Tour vom Bezirksamt Mitte
mit Bezirksstadtrat Ephraim Gothe. Wenn auch Sie mal bei einem der zahlreichen, kostenlosen Kiez-Spaziergänge dabei sein möchten, dann schauen Sie doch einfach auf berlin.de.